So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zur 200. Folge unseres Ark Survival Evolved Let's Plays. Und ich hatte schon vorher angekündigt in den Ark News und im Livestream und so weiter, auch hier wird es anlässlich unseres Jubiläums da etwas zu gewinnen geben. Die Gewinner werden am Samstag, wie auch die Gewinner des Space Engineers Gewinnspiels, am Samstagabend im Extreme Livestream bekannt gegeben, was genau ihr machen müsst, beziehungsweise was es zu gewinnen gibt, wird im Laufe der Folge erwähnt, also einfach dranbleiben und genießen bis dahin. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr so direkt, was wir hier noch vorhatten. Ich glaube, Metall hatten wir genug geholt, aber uns fehlten andere Dinge, bin ich jetzt der Meinung. Kann es zumindest sein. Oder haben wir das ganze Metall schon wieder aufgebraucht? Boah, das wäre natürlich krass. Echt, wir haben das alles aufgebraucht. Okay. Dann bedeutet das... Warte. Nee, es kann sein... 41. Gut, das ist ja schon mal so ein bisschen was. Natürlich brauchen wir mehr Steckdosen. Wir brauchen die anderen Kabel. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Nee. Siehst du, die haben wir noch nicht, weil wir brauchen dann noch eine Steckdose. Dann entsprechend die Lampen. Sehen, Elektronik wäre ganz wichtig. Ich glaube, für Elektronik, was brauchten wir da? Perlen. Ja gut, wir können es mal einschalten. Das ist Elektronik. Machen wir es nicht. Ach, ein Stück. Aber das ist schon wieder ein bisschen was anfangen. Und wir können garantiert schon mal die eine oder andere Lampe basteln. Ja, warum nicht? Ja, machen wir mal zwei Stück davon. Dann haben wir schon mal ein bisschen was. Ich glaube, EP gibt es so gut wie gar nichts. Wir haben 76. Ja. Da kennen wir anderes, was ein bisschen mehr bringt. Jetzt haben wir noch ein bisschen davon. Und schauen wir uns mal, was brauchen wir denn noch? Ach, Kristalle sind aus. Ah, okay. Ist jetzt aber nicht so dramatisch. Wir können mal schauen, was haben wir noch bei Waffen, ob es da vielleicht etwas gibt. Ich bin der Meinung, da brauchen wir Polymere dann die ganze Zeit dafür. Das wird auch so ein bisschen dauern. Schalten wir uns das mal aus. Wir haben also soweit alles dann vorgesehen für den weiteren. Noch was ist da hinten? Ach, nur weiß, okay. Geht einer mein Level up oder so? Na, leider nicht. War ja auch nicht anders zu erwarten. Wollte ich nicht mit dem wieder rausreiten? Ich bin jetzt am Überlegen. Aber wir werden erstmal mit ihm hier ein bisschen rausgehen. Definitiv mit ein bisschen in der Festung basteln. Dass wir mal da so nach und nach vorankommen. Und was hatten wir gemacht? Wir hatten, glaube ich. Ich glaube mit der Spitzhacke, ne? Haben wir drauf eingeschlagen. Das hat jetzt, bin ich jetzt mal, ich bin nicht mehr ganz sicher. Wir machen das. Also bisher sieht es zumindest ganz erfolgreich aus. Ja. Das ist ganz krass, wir sehen jetzt die Folgen. Das haben wir ganz gut selten. Wir haben es besonders wie Minecraft geschafft. Wir haben bei natürlich sowas wie Skyrim natürlich die 200 geknackt. Und natürlich jetzt auch Space Engineers. Aber ansonsten bei den meisten Spielen sind wir ja doch so mit roundabout 100 Folgen Pi mal down, also plus minus, dann eigentlich immer am Ende. Na gut, jetzt sowas wie Ark, so ein Survival Game, das kann einen schon fast endlos beschäftigen, zumal hier jetzt ja auch das große Update ansteht. Gestern im Livestream, zu dem Zeitpunkt war es noch von den Entwicklern genannt, dass es knapp 30,5 GB groß sein wird. Das hat man jetzt mittlerweile korrigiert. Also man ist wohl in der Zertifizierung von Microsoft etwas weiter. Und es wird nur so ungefähr 20 GB groß sein. Gut, 10 GB weniger. Ja, ein Drittel weniger. Das ist schon in Ordnung. Trotzdem immer noch für viele halt. Für eine Hammer. Aber das Ding ändert auch grundlegende Sachen, die schon lange, lange überfällig waren, laut Entwicklern. Ja, zum Beispiel springt man jetzt von einer der ersten
Unreal Engine 4 Version, die man damals hier genutzt hat für das Spiel, auf die aktuellste Version mit den ganzen Features und technischen Neuerungen, die man da hat, die dann auch die Performance um sage und schreibe wohl 15% steigern sollen. Aber gerade auf den Servern merkt man ja dann doch, okay, da gibt es echte Probleme, wenn größere Strukturen da sind und mehr Leute unterwegs sind. Oder auch hier, wenn man halt in seiner Offline-Welt mehr baut, kommt man dann so ein bisschen straucheln, gerade bei den prozedural generierten Arcs gibt es da ganz gerne mal so das ein oder andere Problem. Aber das soll dann alles besser sein. Bin ich mal gespannt, inwieweit das sich dann verändert hat, inwieweit das dann wirklich besser läuft und inwieweit dann wirklich die Veränderung der Unreal Engine auch das ein oder andere Grafikfeature und die optische Optimierung bietet. Das soll eigentlich auch da in dem Bereich was bringen. Jetzt gucke ich gerade, ich glaube. Nee, da ist nichts mehr drin. Genau, das müssen wir mal auffüllen. Ich glaube, wir haben das eine Mal das benutzt und seitdem nicht wieder. Doch, ist noch voll. Ach, okay. Was eigentlich mit der Pflanze? Gibt es da bald was? Anscheinend nicht. Ja. Naja, machen wir erstmal hier fleißig davon was. Wir sollten genug Holz und so haben. Jetzt haben wir auch genug Feuerstein. Falls mal irgendwie eine Feuersteinkrise ausbrechen sollte, haben wir da erstmal was. Ja, das werde ich nicht brauchen. Ich glaube, hier müssten wir aber auch noch was haben, ne? Ah, ich glaube. Ja, gut, ein Sand. Aber, was viel interessanter ist, wir haben noch Lehm. Ja, das ist sogar wirklich wichtig. Wobei ich bin immer noch am Überlegen, wofür wir den Harz brauchen. Aber irgendwas ist also garantiert, was dann kommt, was gebraucht wird. Ich glaube, wir brauchen Kaktussaft. Wir sollten mal zu unserem kleinen Kameldino gehen. Der hat garantiert das eine oder andere da parat. Hat er denn noch was? Ah, ein bisschen was hat er noch. Aber dann müssen wir auch bald mal wieder losziehen. Und mit ihm hier die Pflanzen in der Nähe niederringen. Ja, das kriegen wir auch hin. Was brauchen wir denn eigentlich? Brauchen wir doch jetzt. Ich guck mal nach oben. Na ja, gut, hier unten müsste man das Fundament noch verändern und hier oben eigentlich nur den Zaun. Naja, und natürlich hier ein Dach oder sowas, aber vielleicht möchte ich ja nochmal ausbauen. Beziehungsweise doch, Dach muss sein, weil wir müssen hier einmal ringsrum, damit dann halt später entsprechend die Geschütze wirklich auch ringsrum positioniert werden können. Kann ich zwei? Nein, ich kann leider nur eins. Ach, das ist immer so schade, ne? Na gut, aber besser als nichts. Genau. Ja, wobei, rein theoretisch müsste man hier vielleicht noch eins nach da und nach da hinten auch ein bisschen ausbauen, denn wenn etwas hinter dem großen Tor steht, dann werden die Automatikgeschütze da recht wenig Erfolg haben. Leider. Na gut, wir könnten natürlich auch irgendwie eine Plattform bauen und da separat eins aufstellen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Wenn wir dann soweit sind, dass wir sagen, okay, wir können da irgendwas basteln in der Richtung, dann können wir was machen. Zu den Preisen, was es zu gewinnen gibt. Es gibt einmal ein EA Access 12-Monats-Abo zu gewinnen. Das heißt, ihr bekommt von mir einen Xbox-Code, den ihr dann eingeben könnt. Ganz normal halt, wie ihr das sonst ja auch macht bei der Xbox One. Nehmt ihr den Code, gebt den ein und habt dann automatisch EA Access für 12 Monate zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt dann, wer EA Access nicht kennt, das ist exklusiv für die Xbox One in der Kooperation mit Electronic Arts, also EA, die halt sowas wie Mass Effect und Battlefield und die ganzen Sportspiele herausbringen, oder Mirror's Edge zum Beispiel, was wir auch Let's Played haben. Und dann könnt ihr innerhalb dieser 12 Monate die sämtlichen Vorteile nutzen. Das heißt, ihr könnt die ganzen Spiele, die es dort kostenlos gibt, wie zum Beispiel Dragon Age, Mirror's Edge, Battlefield 3, die ganzen EA Sport-Titel, gibt es etliche mittlerweile kostenlos. Dead Space zum Beispiel, auch von der 360 gibt es einige Sachen. Dort zum Beispiel Battlefield, Bad Company 2, genau.
das zum Beispiel auch. Also gibt es massenhaft Spiele, die man da kostenlos herunterladen kann. Dies könnt ihr alles machen. Die könnt ihr alle kostenlos runterladen. Und solange diese Mitgliedschaft bei EA Access gilt, könnt ihr sie auch vollwertig spielen. Genauso könnt ihr auch Trials, also zum Beispiel hier Star Wars Battlefront, zum Beispiel ein Teil, der gibt's auch, den gibt es auch kostenlos. Könnt ihr auch runterladen und spielen. Ansonsten gibt es zum Beispiel bei sowas wie Battlefield 1 eine Demo, die ihr runterladen könnt, wo ihr dann halt auch Erfolge freischalten könnt und alles mögliche und im Multiplayer testen dürft. Das gibt es für viele andere Sachen auch. Es gibt generell, wenn ihr EA Access Mitglied seid, alle Spiele vor dem Release, für, also bevor alle anderen das haben, dürft ihr es schon spielen. Ihr dürft die meisten Spiele, wenn sie rauskommen, wie zum Beispiel Mass Effect Andromeda, darf man jetzt ab dem 16. als EA Access Mitglied schon spielen. Für 10 Stunden darf man es ausprobieren. Das bezieht sich aber mehr auf den Multiplayer, weil der Singleplayer ist eingeschränkt. Da darf man nur bis zu einem bestimmten Punkt spielen und weiter nicht. Liegt daran, dass man halt nicht gegenüber den anderen zu stark spoilert. Ist auch sinnvoll. Und letztendlich bei so einer Demo oder bei einer 10-Stunden-Testphase ist es das vollwertige Spiel, du dürftest halt 10 Stunden testen. Wäre es natürlich ätzend, wenn du dann 10 Stunden hast, um wirklich die Kampagne zu zocken, vollwertig. Dann bleibt nicht mehr viel übrig und der Anreiz, sich das Spiel zu kaufen, wäre dann gegen null. Also von daher ist das schon ganz ähnlich. Aber all diese Möglichkeiten habt ihr und ihr bekommt, wie gesagt, das ganze Spiel, die ganzen EA-Spiele früher. Ihr bekommt aber auch die EA-Spiele und die EA, also die Add-ons zu den Spielen, günstiger. Da gibt es immer einen Rabatt drauf, wenn ihr es dann hier online kauft. Also das Ganze hat mehr oder weniger doch den einen oder anderen Vorteil. Und da, wie gesagt, bekommt ihr halt, oder könnt ihr einen Code gewinnen für eine 12-monatige Mitgliedschaft. Und das ist schon was. Da kann man etliches machen. Also wenn man sich überlegt, die Need for Speed-Teile zum Beispiel, die es jetzt kostenlos gibt, hier die letzten beiden hier auf der Xbox One, habt ihr dann ja auch kostenfrei. Und das ist schon echt ganz angenehm. Ansonsten gibt es noch weiterhin zu gewinnen einmal einen Xbox Live Code für ein 10-Euro-Guthaben. Ganz normal, ne? Könnt ihr dann für irgendwas verwenden, wozu ihr lustig seid. Ich hätte gerne eigentlich, nämlich das war der ursprüngliche Plan, angeboten, dass ihr einen Code, einen Download-Code bekommt für Ark Survival Evolved für die Xbox One. Allerdings gibt's den nicht. Es gibt ihn über diviose Seiten, da ist es dann aber so nach dem Motto, das Spiel kostet 30 Euro auf der Xbox One. Aber da ist es dann so, dass das Ding mal eben nochmal 10 Euro locker mehr kostet. Und dann sind solche Sachen wie zum Beispiel, ja, du kriegst dann die Zugangsdaten zu einem Account, der loggst du dich ein, musst dann auf die meine Spiele gehen unter Xbox One und das dann herunterladen und dann den Account löschen und dann danach kannst du entsprechend das mit deinem Account spielen. Also schon alles so ein bisschen, wo ich sage, nee, das möchte ich nicht und das möchte ich auch niemandem zumuten. Das soll einfach und soll alles ordentlich sein und vernünftig, so wie man das macht, wenn man halt wirklich ein Spiel kauft. Und von daher hatte ich den Entwickler angeschrieben, die Wildcard Studios, hatte ich auch gefragt von mir, hey, ich möchte das gerne zu einer 200. Folge, zu dem Jubiläum, möchte das gerne meinen Zuschauern, meinen Abonnenten als Gewinnspiel anbieten, dass sie einen Download-Code bekommen können. Ich möchte den nicht umsonst von euch haben, sondern ich bezahle den auch, so wie es halt das normale Spiel kostet, aber ich hätte halt gerne so einen Download-Code, dass ich den halt direkt anbieten kann, aber kam bisher keine Reaktion auf die offizielle, also ich habe an die offizielle E-Mail-Adresse geschrieben, aber kam keine Reaktion. Gut, jetzt sind gerade hier die Packs und alles und die SXSW ist jetzt gerade, aber sie schaffen es ja trotzdem, die Community Crunches und die Arc Digits in der Zeit abzuhalten. Von daher bin ich der Meinung, sollte sowas eigentlich auch möglich sein, da kurz zu reagieren, zu sagen, okay, hey, nein, können wir nicht rausgeben, wir kriegen die selber nicht, weil das läuft über einen Xbox Store. Oder von mir, ja, klar, können wir machen, so und so müsste man das regeln, aber dann gar nichts finde ich halt echt ätzend. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, was wir am besten machen. Habe ich noch genug für ein Dach? Ich glaube ja, ne? Nee, einfach mal, aber ich habe doch hier... Ah, ist fertig, okay. Ja, also das ist so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir es halt so gelöst. Dann gehen wir halt zu EA und bieten halt da entsprechend so einen Code an. Und das ist auch nicht schlecht. Letztendlich, eine Jahresmitgliedschaft kostet 26, roundabout 26 Euro. Wobei ich glaube, das ist teurer geworden. Also ich habe damals, oder bezahle jetzt immer noch, 24 oder 26 Euro im Jahr. Monatlich sind es, glaube ich, 6 Euro oder sowas, die man jetzt zahlt. Ich glaube, insgesamt ist es jetzt teurer geworden. Aber dafür hat man auf jeden Fall einen starken Mehrwert, muss man wirklich sagen. So, vielleicht das hier noch? Ah ja, da können wir sogar auch noch eins.
Jetzt sind wir auch kurz vorm Level-Up. Sehr schön. Ja, ich hoffe ja wirklich darauf, dass wir bald die Geschütze haben. So ein bisschen was benötigen wir noch, dann haben wir's. Aber es wird irgendwie ganz kodderig. Ich hasse das. Ich kann vielleicht so... Vielleicht irgendwas Schlechtes gegessen oder so. Das ist auch nicht so, was nervt. Ne? Hat er jetzt ein Level-Up? Ja, sieht dann aus. Würde ich sagen, machen wir diesmal ein bisschen Gewicht. Er hat schon... Lebensenergie ist nicht schlecht, aber Gewicht... Er kann da schon ordentlich zuladen. Nehmen wir nochmal Lebensenergie. Wir brauchen eigentlich noch mehr Sand. Naja. Ja, ansonsten bezüglich des Gewinnspiels, was ihr machen müsst. Ich habe mir erst überlegt, ja, was möchte ich? Möchte ich vielleicht, dass wir irgendwie ein bisschen aktiver werden, dass wir irgendwie was sich aussehen. Also bei Space Engineers haben wir es ja relativ simpel und einfach gehalten, dass wirklich jeder, sei er noch so geistlos, da in der Lage ist, daran teilzunehmen. Aber man darf echt nicht zu viel verlangen. Wir haben das ja bei früheren Gewinnspielen gemacht. Da haben wir dann gesagt, hey, also, wenn man schon was machen muss, hatte man dann das Gefühl, das war schon immer zu viel. Ne? Am besten eigentlich gleich nach dem Motto, guck einfach nur und du kriegst es sofort. Den Eindruck hatte ich oft. Und letztendlich kostet es mich mein eigenes Geld. Das ist nicht so wie bei anderen, dass sowas gesponsert wird, solche Sachen. Nein, das muss ich alles aus eigener Tasche bezahlen. Das heißt, dementsprechend möchte ich natürlich auch dann, dass man was dafür tut. Ne? Man bekommt nichts geschenkt. Ich bekomme mein Geld auch nicht geschenkt. Ich muss auch was dafür tun. Von daher, bei anderen Gewinnspielen muss man auch immer was machen. Jetzt habe ich hier überlegt, ja Mensch, was würde ich denn wollen? Was kann man denn machen? Letztendlich hier Access, Arc. Ja, lässt sich da irgendwie eine Brücke schlagen. Jetzt bei Space Engineers mit dem, da haben wir das schon, dass wir dann sagen, okay, es wird anhand der Nummern entsprechend gezogen. Ne? Das möchte ich jetzt hier, hatte ich erst überlegt, ob ich das auch mache, möchte ich aber nicht, weil es ist ja im Extreme Stream am Samstag und zweimal dann dasselbe oder dieselbe Nummer abziehen, finde ich da ein bisschen lahm. Von daher habe ich mir überlegt, jeder, egal wie untalentiert und talentiert er ist, kann eigentlich einen Dinosaurier zeichnen. Und das heißt, ich möchte eigentlich, dass ihr einen Dinosaurier aus dem Repertoire von Ark Survival Evolved, es gibt im Internet, im Wiki, gibt es alle Dinosaurier zur Verfügung, welche es sind, dass ihr den zeichnet. Ob es nun eine einfache Skizze ist, also einfach nur die Umrisse entsprechend, nicht abgepaust, selbst gezeichnet. Also ich will jetzt nicht, dass einer dann so hier so einen Screenshot macht von unserem sonst sowas und dann einfach nur die Umrisse zeichnet, das einreicht. Nein, wirklich selbst gezeichnet. Es muss nicht gut aussehen oder sowas, aber es muss selbst gezeichnet sein. Und das dann einfach entsprechend machen, einen der Dinos, die es halt bei Ark Survival Evolved zur Verfügung gibt, mit Namen darunter, ne? Entsprechend den Namen dazu schreiben, dass man auch weiß, welcher Dino soll das sein, dass wir das auch kontrollieren können, das Ganze einreichen. Es braucht nicht viel Zeit, um so eine Zeichnung zu machen. Wenn man was möchte, kann man ja sich auch dafür hinsetzen entsprechend. Ich muss wieder runtergehen, verdammt. Da ich das mich so konzentriere aufs Erzählen, kann sich mich nicht aufs Spiel konzentrieren. Das ist ein bisschen, man merkt das, ne? Also von daher, einfach die Zeichnung machen. Und das Ganze könnt ihr dann an eine, ihr seht, wenn ihr auf den YouTube-Kanal geht, seht ihr unter Kanalinfo die ganzen Sachen wie Instagram, Twitter, es steht auch hier in der Beschreibung, in der Videobeschreibung ja jedes Mal drin, in Facebook, Instagram, Twitter. Und es steht auch in der Kanalinfo die E-Mail-Adresse. An eine dieser schickt ihr bitte die Zeichnung. Ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr das einfach nur abfotografiert, jeder von euch hat ein Smartphone und ist irgendwo in einem der Social Medias aktiv, dann könnt ihr das auch einfach abfotografieren mit dem Handy, mit dem Smartphone und schickt das dann einfach zum Beispiel per Nachricht über Facebook an mich oder per Twitter oder per Instagram oder ihr schickt es einfach dann halt per E-Mail an die E-Mail-Adresse, die hier in der Kanalinfo hinterlegt ist. All diese Möglichkeiten habt ihr. Wichtig ist, wenn ihr das per E-Mail schickt oder auch bei den anderen, gebt an, dass es sich um das Gewinnspiel zum 200. Jubiläum handelt. Also einfach nur Arc 200. Folge Gewinnspiel. Sowas. Einfach eintragen. Das Ganze dann natürlich mit eurem vollständigen Namen
damit man auch weiß, wer gewinnt denn da letztendlich. Und so habe ich dann auch die Möglichkeit, falls ihr dann gewinnt, schon gleich die Kontaktmöglichkeit zu nutzen. Okay, dann halt da den Code zurückzuschicken. So, ich glaube, wir haben... Haben wir jetzt alles? Ne, wir haben... Doch, jetzt, ja, jetzt ist er fertig. Das ist, wenn man lang genug rumlatscht, dann ist er auch fertig. Da können wir noch einmal... Oh, das... Nee, da... Was passt denn da nicht? Holz. Ja, Holz haben wir. Holz haben wir noch. Das ist nicht so das Thema. Da haben wir noch ein bisschen was. Ich bin ja überladen, eine tolle Wurst. Muss ich mich mal wegschmeißen. Ja, genau. Weil der Stein liegt natürlich auch. Was ist das? Ja, und der ganze Feuerstein. Der ist natürlich auch nicht gerade leicht an der Stelle. Na ja, gut, das ist natürlich jetzt auch nicht ohne. Gut, dann bringen wir das mal kurz. Obwohl, das können wir von hier unten aus machen, bin ich der Meinung. Ja, dann sind wir fast einmal rum. Wir müssen dann auf jeden Fall noch eine zweite Reihe machen. Weil ich möchte ja wirklich einmal rumgehen können. Das heißt, hier muss noch eine zweite Reihe ran. Und hier dann auch. Das heißt, hier müssen wir wahrscheinlich hinten nochmal das andere abreißen. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Irgendjemand anders noch an der Klappe. Also das heißt, wie gesagt, ihr setzt euch jetzt hin, zeichnet. Wir haben heute Donnerstag. Das heißt, ihr habt heute und morgen und den Samstag noch Zeit. Es muss halt vor dem Live-Extreme-Stream da sein. Das heißt, 20 Uhr oder ab 20 Uhr startet der Extreme Stream auch hier auf YouTube. Das heißt, ihr solltet bis spätestens 18 Uhr das Ganze eingereicht haben, weil ich fange ab 18 Uhr an nachzugucken, was ist alles da. Sortiere das, lege mir das zurecht. Das wird dann auch während des Extreme Streams gezeigt. Das heißt, mit dem Einsenden des Bildes erklärt ihr euch dann auch bereit, dass das Ganze gezeigt wird während des Livestreams. Und was nehmen wir hier? Lebensenergie. Ja, auch Lebensenergie. Das ist immer noch das Beste. Wir machen mal ein bisschen Kurse. Müsste wieder was da sein. Ah, sehr schön. Und wollte ich nicht eigentlich was für Dünger bauen? Ich glaube, ne? So ein Kompostierer. Ich weiß gar nicht, hatten wir da schon was? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin da etwas überfragt. Letztendlich bin ich ein bisschen enttäuscht, was hier die Ausbeute unseres Narkosemittels angeht. Also zumindest, was wir jetzt an Narkobär rausbekommen haben. Also wie gesagt, bis 18 Uhr am Samstag, diesen Samstag, habt ihr Zeit. Natürlich wird das Ganze irgendwie gewertet werden. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das dann per Zufall irgendwie mache oder ob ich dann sage, hey, die schönste Zeichnung, die, wo ich feststelle, die liebevollste Zeichnung. Von daher wäre es mir nämlich auch ganz lieb, wenn der zeitgleich dann auch noch das Alter mit dazu schreibt, dass man sagen kann, okay, derjenige ist, was weiß ich, 6, 7 Jahre alt, hat ist das gezeichnet, woke für das Alter. Oder da ist jemand dabei, was weiß ich, 26, studiert Kunst und ja, liefert irgendeinen Krakel ab, das wäre dann eher so, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht, aber schreibt mal vorsichtshalber das Alter mit dabei, wenn er die Zeichnung macht. Und ich denke, egal wie alt man ist, es sollte einem nicht peinlich sein, so eine Zeichnung einzureichen. Es sei denn natürlich, man ist zu faul und zu bequem und sagt sich, oh nee, ich möchte das lieber hinterhergeschmissen haben. So wie bei anderen YouTubern, da brauche ich nur einschalten und dann kriege ich sofort was in den Popo gesteckt. Nein, das gibt's ja nicht. Nein, du musst halt schon was tun. Faule Leute haben ja nichts zu suchen. Da bin ich ganz knallhart, ne? Das sehe ich auch nicht ein. Und ich kau das auch nicht jedem vor die ganze Zeit, was er da irgendwie zu machen hat oder wie. Da muss er dann schon selber drauf kommen. So, ich glaube, ich werde noch einen kleinen Rundflug mit der Motte starten. Weil ich möchte gerne noch ein bisschen mehr Metall organisieren. Beziehungsweise brauchen wir Kristall. Ach ja, sie hat endlich auch ein Level-Up. Sehr schön. Das heißt, ne? Zeichnung von einem Dino hier aus Ark. Mit dem Namen, mit eurem Namen und mit dem Alter. Bis Samstag 18 Uhr. Dann haben wir alles. Was wollte ich denn jetzt machen? Gewicht hatten wir schon, ne? Bewegungsausdauer? Wollte ich Ausdauer? Lebensenergie wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich setze hier drauf. Ja, nochmal so ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit, ne? Und dann als nächstes auf Ausdauer. Ich finde diesen Bug mit der Pflanze ganz geil, dass das wirklich so extremst riesig ist. Dann müssen wir jetzt nämlich nach da hinten fliegen. Und dort Kristall holen, da wäre Bewegungsgeschwindigkeit schon nicht schlecht, weil da sind ja viele, viele böse Viechers.
Und da habe ich keine Lust, dass wir dann da irgendwem zum Opfer fallen. Und wenn wir schnell wegfliegen können, ist das auch ganz gut. Ja, ansonsten, ich möchte nicht allzu viel vorweg aufnehmen, weil ich immer noch hoffe, dass der Patch rauskommt. Jetzt am 15. hat es nicht geklappt. Er ist immer noch in der Zertifizierung. Aber die Entwickler hoffen, dass er noch diese Woche rauskommt. Wäre auch ganz cool. Und ich bin dann mal gespannt, wie das Ganze dann wirklich aussieht. In diesem Sinne werde ich mich dann auch jetzt verabschieden. Ich hoffe, diese nicht ganz so sensationelle, aufbauschende Folge, wie man das manchmal bei anderen sieht, zu einem Jubiläum, hat euch trotzdem gefallen bei dem, was wir hier gemacht haben. Letztendlich ist es gewohnte Let's Play-Kost, was wir hier eigentlich sonst auch die ganze Zeit über machen. Und ich hoffe darauf, ein paar, ich rechne nicht mit allzu vielen, ich weiß genau, dass von denen die Zuschauer vielleicht 2, 3 was einsenden werden. Aber hey, umso größer sind die Chancen dann letztendlich, ne? Für diejenigen, je weniger mitmachen, desto höher ist die Chance, dann auch sowas zu gewinnen. Letztendlich braucht auf jeden Fall eine Xbox One dafür. Aber naja, wer hier zuguckt, hat höchstwahrscheinlich eine. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich dafür, dass ihr 200 Folgen hier tapfer mitgekämpft, mitgeschwitzt habt in diesem Sinne und mit uns zusammen nach Wasser gesucht habt. Ich hoffe, wir schaffen noch ganz, ganz viele weitere Folgen. Spätestens zum Release müssen wir uns dann überlegen, ob wir nicht vielleicht dann wechseln von Scorched Earth in eine der anderen Total Conversions. Da gibt es ja genügend Auswahl. Ich habe die Tage erst was gesehen, was Steampunk-mäßiges, was ziemlich geil aussah, was dann ja auch noch rauskommt. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich denke, ARK wird uns über die ganze Zeit über erhalten bleiben. Zumindest, wenn es sich so weiterentwickelt, wie es bisher aussieht. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an alle, die dabei gewesen sind. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.